Paco, die erste Trainingswoche ist vorbei nach dem Urlaub. War anstrengend, oder? War schon wirklich sehr, sehr anstrengend, muss man sagen. Wir haben, ja, trainiert haben wir nicht so viel, sondern wir haben Spiele gehabt und wir haben unsere Leistungstests gehabt. Und ja, ich finde, in den Leistungstests sollte man immer ins Maximum gehen. Und wenn man das so zwei Tage nacheinander macht, plus die drei Testspiele, wo man ja doch auch immer mit einer hundertprozentigen Anspannung reingehen sollte, um auch sich vernünftig zu präsentieren, dann ist das schon anstrengend. Und die erste Woche hat reingehauen nach dem Urlaub und nächste Woche geht's weiter. Die Testspiele sind auch wichtig, oder? Wenn man guckt, hier 5000 Zuschauer insgesamt bei den drei Testspielen dabei, ist schon beeindruckend, oder? Ja, für unsere Fans sind die sehr, sehr wichtig. Gerade hier ist es ja so, im Stadion kommt man ja den Fans nicht näher und hier kann man auch mal auf dem Platz einen kurzen Smalltalk halten, Autogramme geben. Also es ist schon immer wichtig, zu den Fans zu gehen, weil in der Saison brauchen wir sie. Dann kann man hier ein bisschen mehr zurückgeben, weil in der Saison wollen wir von ihnen viel mehr verlangen. Und sportlich hat jetzt nicht immer so eine große Aussagekraft für mich oder für ein paar Jungs. Ist es ganz schön, weil wir uns ein bisschen mit Tore vollsaugen können. Das ist immer schön und macht Spaß dann. Aber ja, da geht es mehr darum, gesund zu bleiben und ein bisschen Abwechslung zu der ersten Woche zu haben. Der Trainer hat gerade versprochen, dass die nächste Woche intensiver wird. Auch mit den Testspielen gegen Leipzig und gegen Cottbus. Ja, wird dann eine ganz andere Woche. Wir starten am Montag. Ich glaube, Montag mit einem Training und ab dann trainieren wir jeden Tag zweimal, haben zwei Regionalligisten mit Lok Leipzig und Energie Cottbus. Also das ist schon, da geht schon mehr zur Sache. Und ja, wir haben noch vier Wochen bis zur letzten Woche, also fünf Wochen bis zum ersten Spiel. Ist nicht mehr so viel Zeit. Danke, Paco. Gerne.